Grüß Gott, Frau Reiweger, danke, dass Sie heute Zeit für mich haben. Ja, es freut mich. Ich wollte Sie fragen, wie das früher mit dem Essen war, wie Sie so alt sind wie wir. Haben Sie da alles gegessen oder haben Sie Sachen gehabt, wo Sie gesagt haben, nein, das ist ich gar nicht? Nein, das hat es damals nicht gegeben. Was auf den Tisch gekommen ist, wird das gegessen worden. Es hat nur Speisen gegeben, die haben nicht so geschmeckt haben, aber also bei uns zu Hause war es jedenfalls so, dass das, was auf den Tisch gekommen ist, gegessen worden ist. Und welche Speisen hat es da immer häufig gegeben? Ja, es hat sehr viel Gemüse gegeben. Bohnen, Erbsen, Kartoffeln, jede Art von Gemüse. Mhm. Für die Kinder wenig Fleisch. Dann viel Müllspeisen, Kleschmann, Kaiserschmarrn, Strudel, Nockerl, Knödeln. Warum für die Kinder wenig Fleisch? Ja, erstens einmal war das Fleisch teuer. Mhm. Und daher war es für die Kinder nicht üblich, nicht? Wir haben schon Samstag, Sonntag oder Sonntag Fleisch gegessen. Und vor allem war mein Vater sehr lang morgen gegangen. Da hat es dann immer nur Kalbfleisch gegeben und das war sehr teuer. Und da haben wir zum Beispiel falsche Schnitzeln gehabt. Das war Sellerie herausgebacken. Mhm. Das mache ich heute noch gern. Das ist ganz gut. Hat es eigentlich Ihr absolutes Lieblingsessen aufgegeben oder nicht so oft? Ja, absolutes Lieblingsessen waren bei mir die Müllspeisen. Und die hat es sehr oft gegeben, weil es einfach zu kochen war und billig. Mhm. Nicht? Und welche Müllspeisen waren das? Ja, das waren die Kirschmann, Kaiserschmarrn, mhm. Palatschinken, dann die Maronenknödel und die Zwetschgenknödel. Mhm. Also das waren schon immer Erlebnisse. Und wie war es mit Torten und so? Also das hat es zu den Feiertagen hat die Mutter Torten gemacht, aber sonst war immer Germteig oder sonst was. Nicht? Wuchteln haben wir oft gehabt. Ja. War der Sonntag auch der Schnitzeltag? Sonntag war auch ein besserer Tag, ganz genau. Ja. Aber Schnitzeln, weiß ich nicht, kann mich nicht erinnern. Und welchen Unterschied hat es gegeben von Stadtessen und von Landessen, weil Sie sind ja heimgekommen von der Schule? Naja, die Stadtessen waren natürlich vielfältiger. Mhm. Auf dem Land heraus war es einfacher. Es war ja die Auswahl nicht da. Nicht? Ja. Die Bauern waren ja großteils, wir waren da im bäuerlichen Bereich, im Oberen Ennstal. Die haben ja die eigene Versorgung gehabt. Die haben ja nur, was weiß ich, Zucker und Müll gekauft und das andere ist aus eigenem Betrieb gekommen. Während der Städter hat natürlich alles zur Verfügung gehabt. Nicht? Mhm. Sind Sie eigentlich früher ins Gasthaus auch gegangen? Oh ja, beim Ausflug machen. Oder ganz besonders war es, wenn der Vater mit uns auf Würstel ins Gasthaus gegangen ist und dann haben wir einen Kracherl dazu gekriegt. Also das hat es schon gegeben. Oder wenn Familientreffen waren, ist auch oft im Gasthaus gemacht worden. Nicht? Und sind Sie bei Hochzeiten und so auch ins Gasthaus gegangen? Ja, in der Stadt schon. Wie es da am Land war, weiß ich nicht. Aber was ich so in Erinnerung habe, bin ich dann da am Land, ich bin ja da schon lange auf dem Land, da wird immer im Gasthaus eine große Tafel gerichtet. Nicht? Sind Sie oft zum Bäcker gegangen, was holen? Ja, Brot. Brot und Semmel, nicht? Und wie oft hat Semmel gegeben? Ja, die hat schon oft gegeben. Nein, das war nichts Besonderes für uns. Brot und Semmeln, das war das Normale. Und Müllspeisen hat die Mutter selber gemacht, nicht? Also ist viel selber gekocht? Viel selber gemacht worden, da gab es keine Fertigwaren gehen. Haben Sie Fleisch oder so auch, also selber geschlachtet und so? Nein, das nicht. Ich bin in der Stadt aufgewachsen, nicht? Das ist schon beim Fleischhauer geholt worden, nicht? Hat es bestimmte Regeln am Tisch gegeben? Ja, natürlich. Das hat es bei uns zu Hause schon gegeben. Was ich mich noch erinnern kann, hat es immer geheißen, heb den Kopf. Du bist kein Schweindel, fahr nicht mit dem Kopf ins Essen. Mhm. Sitz gerade. Und war das also, weil manche sagen, sie haben ein Buch aufgesetzt gekriegt, war das da auch so? Nein, um Gottes Willen. Nein. Aber das stört mich heute noch, wenn jemand so am Tisch runterfällt beim Essen. Nicht? Wie war das früher mit der Qualität? Die war gut. Das war alles frisch beim Gemüsehändler.
Der hat das in der Früh, um 4 in der Früh vom Markt geholt. Der Fleischhauer hat selber geschlagen. Nicht? Das ist alles. Der ist auf den Markt gefahren und hat die Sachen geholt. Finden Sie, dass die Qualität heute besser ist oder dass das früher war? Ich glaube, dass sie früher besser war, frischer war als heute. Es ist ja nichts verpackt gewesen. Mhm. Du hast den Fisch frisch geholt. Die sind im Wasser geschwommen. Also meiner Meinung nach muss ich sagen, es war eigentlich früher besser, ja, frischer. Nicht abgelegen. Und wenn Sie jetzt was einkaufen, denken Sie dann früher auch zurück? Ja, freilich denke ich zurück, nicht? Wie das war. Es gibt natürlich jetzt eine größere Auswahl, weil ja vieles aus dem Ausland eingeführt wird, was heute, was damals nicht gegeben hat. Wenn man keine Bananen kennt und Orangen und Mandarinen hat es nur zum Campus gegeben. Also das war natürlich nicht das ganze Jahr vorhanden und die Tomaten hat es eben nur im Herbst gegeben. Mhm. Aber es war, ich habe alles gekannt, was es heute gibt, nicht? Hat es früher auch so eine Essensverschwendung? Nein, nein. Also das entsetzt mich heute noch, was die Leute alles wegschmeißen. Und du kannst aus allem, was alt wird, wieder was Neues machen. Du kannst das alte Semmel in ein Brötel machen. Du kannst Semmelbröckel schneiden. Du kannst Knödel machen. Nein, es ist entsetzlich, was heute weggeworfen wird. Nicht? Wenn man in die Müllkübeln schaut, das hat es damals nicht gegeben. Also so ist wieder? Wieder entweder verwertet worden. Oder am nächsten Tag gegessen. Oder am nächsten Tag gegessen. Oder am Abend gegessen worden, nicht? War das am Abendessen auch so, dass man immer was zu Abend gekriegt hat? Also bei uns ist am Abend nicht warm gekocht worden, sondern da hat es immer was Kaltes gegeben. Und da waren die war halt für uns saure Milch im Sommer und ein Käse und ein Brot oder so. Hat man sie eigentlich früher auch einfach in die Küche gehen können und sie was zum Essen nehmen, oder ist das nicht gegangen? Das war, man hat es der Mutter gesagt, die war ja zu Hause und hat gesagt, Hunger, nicht? Mhm. Dann hat die Mutter ihm was gegeben. Es hat ja keinen Kühlschrank gegeben. Also was hat man da mit den Lebensmitteln da? Ja, die hat man in der Stadt hat man müssen frisch holen, jeden Tag einkaufen gehen. Nicht? Wie war das in den Kriegszeiten mit dem Essen? Hat es da immer was gegeben? Oder? Ja, das ist jetzt ein großes Problem. Ich war in Wien in der Schule, also in der Lehrerbildungsanstalt. Und meine Eltern waren unquartiert in Gröbming. Und daher hat es bei uns eigentlich mit der Ernährung kaum Schwierigkeiten gegeben. Ich habe die ganzen Kriegszeiten keinen Hunger gelitten, nicht? Solange in Wien war nicht, da war es noch nicht so schlimm. Schlimm waren ja die Nachkriegsjahre, nicht? Und da hat es dann, also da kann ich nicht sagen, dass ich jemals Hunger gelitten habe. Wo hat es denn häufig das Gleiche zum Essen gegeben, oder? Ja, wir haben einen großen Garten gehabt und wie ich in die Schule gegangen bin, da hat es dann diese Lebensmittelmarken gegeben. Das war natürlich schon viel Wassersuppe. Mhm. Aber es war eben, und ja noch was, in der Schule hat es ja dann die Schulausspeisung gegeben. Und da haben wir Polenta gekriegt und Nudeln. Frau Reiweger, danke für das interessante Gespräch mit Ihnen. Und dass Sie sich für mich Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Danke, dir auch.